Aber wie gesagt, ich möchte versuchen jetzt erstmal unsere... ja, guck mal, da sind Leute zugezogen. Es sind schon 19 und 34. Sie arbeitet im Warenhaus, im Bautrupp beschäftigt. Die haben auch ordentlich Lego Mio, haben die Geld. Und die haben 78. Die haben lange auf eine Hütte gewartet, du. Oder gewartet, bis die volljährig ist. Das weiß niemand so genau. Huch. Was habe ich denn hier? Einen milden Frühstückssaft. Na gut, ich mag Saft. Ja. Meine Lieben, auf euch ein Fläschchen Saft. Voll fein. Voll fein. Schauen unsere Felder geil aus. Hafer produzieren wir aber auch wie blöd, ne? Ein Zwerg verlängert seinen... Wolsk, grüß dich! Punkt Mist. Viel zu spät heute. Nee, mach nichts. Aber dafür 18 Monate dabei. Aber umso... Ey, das ist voll lieb von dir. Dankeschön für 18 Monate, Wolsk! Danke vielmals! Die Flasche in der Mitte nicht sichtbar ist? Ach, das ist ja verrückt. Das ist ein grünes Banderöchen, ne? So, was können wir hier noch kaufen? Nägel, Stein, Eisen. Eisen könnte ich mal wieder einen Satz kaufen, ne? 500 oder so. Machen wir wieder ein bisschen Eisen rein. Ich weiß nicht, haben wir noch Eisen? Iron... Ja, haben wir noch ein bisschen. Ganz schön wilde Grafiken. Stored. Spent, ja. Wir haben unser Lagerbestand hier nimmt jährlich ab. Import läuft auch und wir verbrauchen immer mehr. Also es ist eine Steigerung drin. Was haben wir denn bei Barley? Das dauern wir schon ganz schön viel am Eimer geerntet. Äpfelos. Produzieren wir weniger aus irgendeinem Grund. Und die Eggs sind auch ordentlich. Da verkaufen wir aber auch durchgehend, ne? Naja. Hexerei! Der Mann ist ein Hexer, man sieht seine Flasche nicht. Werft ihn auf den Scheiterhaufen mit ihm. zum Schandstock. Den Mann an den Schandstock. Das Mittelalter war jetzt nicht so eine nette Zeit, muss man dazu sagen, ne? Gut, das ist jetzt nicht mehr Mittelalter, ne? Das ist schon ein bisschen später. An den Pranger! Wobei, man muss eins sagen, wann war denn die letzte Hexenverbrennung? Die ist gar nicht mal, das ist noch nicht mal, Das ist glaube ich, in einer Zeitperiode, wo du nicht denkst, dass das noch tatsächlich so stattgefunden hat. Das ist super spät gewesen. Migration not allowed. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier dann Zuzug herrscht. Hier ist auch schon 18 und 32, die haben sich... Ah, was ja wild.
Okay. Schauen wir mal, ob hier jemand zuzieht. ...1788 in Kempten. Ja, genau, sowas hatte ich auch tatsächlich im Blick. Das heißt, wir sind noch in der Zeit. Ja? Wir sind noch in der Zeit. 1807 war die letzte Hexe. Oh, Alter, das muss ich überlegen. 1807, das ist nicht so lange her, ne? Was in Unterfranken? Was denn in Unterfranken passiert? Bin wieder nicht informiert. Okay, hier wird tatsächlich gerade nichts gemacht. Wir können nochmal den Zuzug erlauben, tatsächlich die Migration einstellen. Damit hier schnell Leute zuziehen. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Es ist schon September. Nächste Winter kommt. Fake News, okay. Na gut. Dann war nichts in Unterfranken. Vermute ich mal. Schauen wir mal, ob hier jetzt auf die Schnelle noch jemand zuzieht. Ich denke, das dauert nicht lang. Wie lange? Da ist es schon. Zack, zwei Leute. Sehr gut. Hier werden auch mehr Leute mittlerweile in die Ernte geholt. Die ersten Felder sind schon leer. Hier wird gerade noch ordentlich Buchweizen gesammelt. Und hier oben, die oberen Felder sind auch wichtig. Da kommt unser ganzes Weizen her dieses Jahr. Wie gesagt, schauen wir mal, ob die kommen jetzt nämlich auch. Und sind beide als Laborer unterwegs. Nee, eher sie nicht. Sie auch. Beide auf dem Weg ins Feld, oder? Guck mal, ja, sie sind beide auf dem Weg. Ah, sehr gut. Sehr gut, hier wird gesammelt. Das ist wunderschön. So. So, wir bauen die nächste Brücke, die lange hier runterwärts. Das bauen wir nur deswegen, weil wir nicht wissen, womit wir mit dem ganzen Holz. Wir haben halt echt ein Problem mit Holz. So, Migration mache ich wieder aus. Wir haben ein Problem mit Holz einfach, weil wir kriegen es nicht los. Wir haben so dermaßen viel Überschuss an Holz, weil wir ja quasi den halben Wald hier roden, um unsere Häuschen reinzubauen, brauchen aber weniger, als wir am Ende wegroden, um das Haus zu bauen. Das heißt, am Schluss haben wir bei jedem Haus, das wir bauen, Plus gemacht. Schade, dass die jetzt dieses Jahr keine Felder mehr angelegt haben. Das wäre noch toll gewesen. Wir bauen aber jetzt auch keine Häuser mehr, sehe ich gerade. Ist natürlich schade. Da müssen wir jetzt eigentlich ran. Da müssen wir ran. Und zwar, ich baue jetzt mal Folgendes. Ich baue jetzt mal hier eine Taverne auf. Ich weiß, wir brauchen noch keine Taverne, aber ich baue trotzdem schon mal hier eine hin. Kann ich die auch irgendwie anders hinbauen? So vielleicht? Kriegen wir die nämlich schön hier in den Zwischenraum rein. So, dann ziehen wir die Taverne natürlich auch einen Ticken vor. Händler gerade, aber das muss jetzt erstmal so stehen bleiben. Gut.
Haben wir auf jeden Fall die nächste Häuserreihe fertig und danach beginnen wir, wenn die nächste Häuserreihe steht, beginnen wir bereits mit den inneren Ringen, also ähnlich wie hier. Dann fangen wir an, dort die ersten innerstädtischen Häuser zu bauen. Ich wünschte mir, wir könnten dann schon mit den größeren Gebäuden anfangen, also mit solchen Sachen. Da fehlt uns aber so viel Zeug noch dafür, das haben wir noch nicht. Das heißt, im Prinzip mit Village-Häusern, da geht halt nicht ganz so viel rein, ne? In solche Häuser ist einfach zu wenig Platz. Ja, Speldi, wir müssen tatsächlich auch unser Hopfenanbaugebiet ist hier oben geplant. Das sollten wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen auch. Warte mal, hier sind die Häuser. Dann fangen wir an, hier unser Hopfengebiet zu bauen. Produzieren wir hier ein bisschen Hopfen. Und dann brauchen wir eine Brauerei. Und dann müsste es ja eigentlich gehen, oder? Aus Hopfen. Und Barley brauchen wir dafür, okay. Da könnte man eine Distille aber Zeiten auch noch bauen, aber jetzt machen wir erstmal eins, dann das andere. Brunnen nicht vergessen, da oben sind zwei. Speldi, da oben sind bereits zwei geplant. Sieht man natürlich in dieser gigantösen Bauschlange nicht. So, hier wird die Brücke mittlerweile gebaut. Die ist auch gleich fertig. Dann haben wir hier Zugang zu dem Bereich. Da könnte man dann auch noch gucken, ob wir hier noch was Hübsches draus machen. Unsere Felder müssen wir natürlich mal irgendwann bei Zeiten in den Griff bekommen, ne? Also da müssen wir mal irgendwann komplett umbauen und die Felder ein bisschen hübscher gestalten. Aber ja, eins nach dem anderen. So, hier kann schon gebaut werden. Hier fehlen noch sechs. Ja, das machen die. Unsere Holzfäller sind da dran, ne? Die kümmern sich hier schon, dass Holz abgeholt und rausgeschlagen wird. Das geht sehr, sehr schnell sogar tatsächlich. Hab ich gar nicht gedacht. Ich hoffe, die kommen hier an der Seite durch. Ja, ich denke, es wird sich von hier oben ein reger Handel nach hier unten auf den neuen Marktplatz einstellen, weil das ist nicht mal so schlimm weit. Die werden hier lang laufen am Friedhof entlang und dann kommen die bei uns genau rein in der Neustadt. Wir werden sehen. Kommt wieder ein Händler. Würde gerne Klamotten kaufen. Das ist okay. Passt mir. So, wir haben auch noch kein, wir können auch noch nicht mal schlachten, ne? Also wir haben ja mittlerweile eine ordentliche Kuhgeschichte am Start, können aber damit nichts anfangen aktuell. Wir müssten eigentlich die Ochsen hier mal ein bisschen reduzieren, weil wir haben zu viele Ochsen und brauchen gar nicht so viele, ja. Und da müssten wir die Herde mal ein bisschen ausdünnen. So, die Taverne müsste jetzt demnächst gebaut werden. Das sollten wir auch alles haben. Aber da ist noch die Brücke in Arbeit. Uff, ja, okay, da fehlen noch Nägel. Uff, Alter, Schwede, fehlen da viele Nägel. Oh, okay, da brauchen wir noch einiges an Zeit. Hier wird ordentlich geliefert. Aber es schaut gut aus. Storage ist full. Na, mal schauen. Was ich in dem Spiel solcher Art schade finde, ist das, was die Wegholzen nicht direkt auf der Baustelle lassen zum Verbauen. Muss immer direkt weggebracht werden. Ja, also ich sehe das eher so, dass die das quasi, das ist ja so auch angedacht, ne? Also die bringen das Holz rein und machen daraus Bretter. Und die Bretter wiederum gehen in die Baustelle. Also das ist hier dann in der Baustelle Wood, was hier angefragt wird. Also die nehmen nicht den Stamm per se, sondern bereiten den erst in der Försterei auf, um ihn dann zur Baustelle zu liefern. Also das lasse ich mir tatsächlich noch logisch eingehen, dass das so, das ist für mich verständlich und nachvollziehbar.
Weitere Schmiede oder übertrieben? Eigentlich ist eine weitere Schmiede tatsächlich ein Thema, ne? Ich habe mich ein bisschen gescheut davor, das jetzt so bald oder so anzugehen, weil ich ein bisschen Angst hatte tatsächlich, dass wir mit einer weiteren Schmiede wieder noch mehr Bedarf an Kohle und so Zeugs haben, das wir nicht decken können. Vor allem aber an Eisen. Unser Problem ist tatsächlich Eisen sehr stark. Aber du hast schon recht, wir sollten darüber zumindest technisch mal nachdenken, eine weitere Schmiede aufzubauen. Um unseren Nägelbedarf in den Griff zu bekommen. Ja, wir gehen das auch als nächstes tatsächlich gleich an. Wie viele Bäume müssen da raus? 3 noch. Ja, kein Problem, oder? Schaut es mit der Schule aus, können wir gleich mal tatsächlich einen Blick riskieren. Die ist ziemlich voll, ja. Boah, eine zweite Schule wäre auch so ein Thema hier hinten vielleicht. Da ist ja auch so eine Ecke, wo wir nichts bauen können. Education. Ne, warte mal. Können wir nur eine bauen? Nee, oder? Nee, gut. Hätte mich jetzt auch ein bisschen verwundert, ne? Hast du Eisenerz? Wir könnten Eisenerz haben, ja. So, Leute, ich mache euch jetzt mal ganz kurz hier die Kamera drauf, weil ich muss nämlich dringendst mal woanders hin. Es ist Februar, das heißt, es wird jetzt gleich tauen. Ich bin in einer Minute wieder da. Genießt mal ein bisschen die Stimmung. Ich drehe euch die Musik mal ein bisschen hoch. Ja, es sollte nach Möglichkeit nichts passieren. Und dann machen wir ganz kurz eine Minute trinken holen.
Was für ein... Bitte? Wo bin ich verschollen? So. Hallöchen, herzlich willkommen hier zurück in diesem völligen Irrsinn. Ja, die kleinen Beinchen, ihr wisst, wie es ist. Ja, das geht nicht so schnell. Ach, guck mal, wir haben den Winter fast überstanden. Jetzt müssen eigentlich 3 Flüge losstarten, dann geht das nochmal schneller. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dauert halt eine Weile vom Ostflügel ins Büro und in Westflügel. Auch wenn ihr wüsstet. Das ist halt echt vor der Tür einfach. Naja. Oh, herrlich. Jetzt geht's mir gleich besser, ne? Die Entspannung zurückgekehrt. Haben wir irgendwas verpasst? Nee, ne? Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Schaut, glaube ich, alles gut aus noch. Unsere Einwohner schauen stabil aus. Ja, da kann nichts passieren, Leute. Da kann einfach nichts passieren. Bauen wir immer noch an dieser vermaledeiten Brücke rum. Oh Gott. Ey, warte mal, die zweite Schmiede ist fertig, ne? Yes! Not enough iron. Oh, wir müssen wieder abspeichern. Save game. Save. Load game. Load. Schneeidylle, ja, das ist tatsächlich, ne? So, dann sagen wir denen hier, die sollen bei Card und bei Hand Hilfe kriegen. Ja. So, die kriegen jetzt Unterstützung von außen auch noch. Bei Zeiten. Ja. Dann können die nämlich hier auch ein bisschen mehr die Schmiedearbeiten auslassen. Hier wird nämlich 500 Eisen abgeladen. Das ist eine gute Sache. Jetzt brauchen sie nur noch ein bisschen Kohle. Und dann müsste eigentlich gehen. Kohle ist so ein Thema, ne? Wir kommen mit der Kohle einfach nicht zurecht. Das ist eine ganz blöde Sache. Wir haben zu wenig Leute, immer zu wenig Leute, dass die nie die Köhler richtig Vollgas laufen lassen. Das ist nicht gut. Wir könnten warme Klamotten kaufen. Hm. Warme Klamotten. Haben wir einen Händler für sowas? Nee, ne? Warme Klamotten könnten wir hier vielleicht noch verkaufen. Hier, pass auf. Wir machen... Oh no, jetzt das nächste Haus hier durch. Wir kaufen mal ganz kurz 200 warme Klamotten ein. Das sollte es uns wert sein. Save, live, save, load. Ich lade jetzt einfach immer mal nach, wenn diese blöden weißen Linien da sind, weil mich nervt das. Optisch schaut das nicht so schön aus und ich möchte, dass es schön aussieht. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier dann hoffentlich auch gleich warme Klamotten noch am Start. Dann sollten sich dann jetzt hier mit warmen Klamöttchens eindecken können. Das sollte kein Ding sein, ne? Aber ich denke, wenn der Händler jetzt dann kommt, dann sollte das ganz gut passen. Das kann ich hier unten auch bei allen machen, ne? Apply to all. Dann müsste das bei allen eingestellt sein. Ja, genau. Dann werden die nämlich leichter beliefert. Das geht dann alles ein bisschen schneller, wenn dann auch freie Arbeiter einfach mit angestellt werden und hier kommen. Vor allem bei den Marktständen macht das Sinn. Dann muss halt die Marktperson nicht ständig durchlaufen, sondern kriegt das Zeug halt auch einfach mal. So, hier läuft's auch. Ach, wir sind immer noch sehr laut, ne? Muss ein bisschen leiser machen. So. Okay. Jetzt werden schon die nächsten Hütten gebaut. Die Taverne ist in Arbeit. Leute, die Taverne! Zwergonisch Twitch-YouTube-Streaming-Villa von seinen ersten Millionen. Welche Millionen?
Woher denn? Du, ich weiß gar nicht, was ich mit einer Villa machen soll. Ja? Ich würde wahrscheinlich drinstehen und sagen, ja, ist zu groß. Verlaufe ich mich ja. Finde mich nie einer. Ist doch blöd. Hälfte ist ein Server. Das ist was anderes. Das bringt dir aber auch nichts, das in die Bude zu stellen. Ja, wird die Hütte nur heiß. Glaube ich, spreche aus Erfahrung. Dann macht viel mehr Sinn. Ja, macht viel, viel mehr Sinn, dafür extra sowas wie eine kleine schnuckelige Lagerhalle oder sowas anzumieten. Also eine kleine Lagerhalle. Wo man gegebenenfalls auch eine Zwergkon veranstalten könnte. You know? Ganz ehrlich, so eine Zwergkon, allein der Gedanke lässt mich ja schon gar nicht mehr los. Aber mit so einer schnuckeligen Halle oder sowas wäre halt mega gut. Altes Bergwerk für Server nutzen. Da könntest du auch eine schöne Zwergkon machen. Wir haben ja noch was, nur abgesehen davon haben wir noch was komplett anderes vor, da arbeiten wir seit Monaten dran mittlerweile. Also ich hauptsächlich. Wir wissen nicht mal die Mods was von. Niemand weiß davon was. Niemand. Das wird auch heute niemand erfahren. Aber es wird irgendwann was kommen und dann wird das ganz toll. Und dann sagt jeder, wow, what the fuck? Ja, so ungefähr wird das werden. Hoffe ich zumindest. Wäre mein Wunsch. Also Taverne, das sind Arbeit, Leute. Den Hopfen ziehe ich vor. Zweimal Hopfen ziehe ich nach vorne. Das hat einen praktischen Grund, warum ich den Hopfen jetzt nach vorne ziehe, weil der wahrscheinlich auch eine Zeit lang braucht, um zu laufen. Deswegen ziehe ich den jetzt mal nach vorne, damit wir da schon mal losarbeiten können. Die Taverne wird ja zuerst fertig gebaut, dann können sich jetzt schon mal die Holzfäller da oben drum kümmern, da sind sie schon. Ja, und reißen hier erstmal ein bisschen was raus. Die anderen müssten von dort kommen irgendwo. Von hier. Mal gucken, wie die laufen. Hier müssen 24 raus. Die haben noch ein bisschen zu tun, ne? So, hier haben wir gleich mal eine Family, die in finanzielle Schieflage gekommen ist. Wir unterstützen natürlich sofort, damit die ein bisschen in das Jahr reinkommen. Komm, wir geben denen noch ein bisschen mehr Geld. Die haben 3 Kinder, die kümmern sich quasi um den Dorferhalt. Die kriegen mal Kindergeld von uns, ja. Er arbeitet als Fischer, sie hat keine Arbeit, die muss sich wahrscheinlich um 3 Kinder kümmern, ja. Da unterstützen wir als zwergonische Gemeinschaft natürlich einfach sehr gerne. Sergio, wir haben die vorhin mal geguckt gehabt und da war das mit den Grabbers und so, war alles kein Problem. Die Taverne ist quasi auch ein Wohnhaus. Ich werd verrückt. 200 Population brauchen wir dafür. Das ist ja wild. Es hätte uns gar nichts gebracht, die Taverne vor Stunden schon zu bauen, sondern die wäre halt quasi leer gestanden, so wie das aussieht. Weil wir brauchen mindestens 200 Leute dafür. Gut, das werden wir schaffen. Ich bin mir sicher, aber... Wow. Kannst du keine Möbel herstellen lassen? Ich sag dir mal, was geht, ne?
Also wir könnten hier mal auf der zweiten Seite mal gucken. Glas werden wir brauchen irgendwann. Eine Sattlerei werden wir brauchen. Bricks. Sand und Wasser brauchen wir dafür. Und Kohle. Dann können wir Bricks bauen. Das wäre halt auch so ein Ding, was noch wichtig wird für die größeren Häuser. Das ist auch ein Riesengebäude, ne? Können wir mal hier Bricks herstellen. Und wir brauchen noch so ein Sand-Dings da. Jetzt natürlich die Frage, hier kriegen wir Sand her, oder was? Ach komm. Das ist doch wilde Verarsche. Hier kriegen wir auch Sand her. Hier auch. Hier drüben auch. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Hier, ja gut. Da, warte, hier oben. Hier im Wald. Hier kommt Sand raus. Das ist natürlich genau auf der anderen Seite von der Kartengrenze. Hier oben gäbe es auch Sand. Aber das schaut da turbodämlich aus, wenn wir das hier hinbauen. Ich finde das eigentlich fast hier interessanter. Das bauen wir mal so rein. Dann könnte man nämlich auch mal den Sand produzieren. Den wir dafür dann brauchen. Und dann haben wir alles, was wir dafür brauchen. Seife. Können wir auch irgendwann. Glas ist halt geil, ne? Aber dafür brauchen wir halt ganz viel Zeug dann dafür. Ja, müssen wir mal schauen. Die Bauliste des Todes. Ja, ich weiß. Was willst du machen? Hat denn irgendeiner auch nur im Ansatz gedacht, dass das irgendwas anderes wird als das? Ja? Niemand hätte das gedacht. Niemand. So, wenn die jetzt feststellen, die können das alles nicht machen, werden sie wahrscheinlich als nächstes dann so ein Wohnhäuschen bauen. Denke ich zumindest. Wie gesagt, neue Einwohner wären gut für uns. Würden uns gut tun. Was wird denn heute angebaut? Hanf, Buchweizen. Das ist Flachs. Noch mehr Buchweizen. Hier unten haben wir nochmal zweimal Weizen. Das ist eine gute Sache. Der Rest der Felder macht gerade so ein bisschen Ruhepause. Okay. So. Dann machen wir jetzt mal hier ganz kurz noch eine Kleinigkeit. Nee, warte. Das will ich nicht, das ist der falsche Zaun. Der schaut auch doof aus. Ist das der hier? Der schaut gut aus. Schade, dass man das so nicht bauen kann. Ich wollte hier mal ein bisschen schauen, dass wir das vielleicht ein bisschen gezielter laufen lassen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Luft dafür auch. Ein bisschen übertrieben vielleicht. So ist vielleicht ganz schön.
Meine zweite Idee auch. Ein Zwerg verlinkt. Dankeschön, Freeman, für ein halbes Jahr. Punkt. Vielen lieben Dank, Freeman. Das ist saulieb von dir. Dankeschön für 6 Monate. Gerne fetzen Ausrufezeichen Hype, meine Lieben. Lass mal ein bisschen die Liebe raus, ne? Das wäre wunderhübsch schon so. Krieg ich das jetzt nicht mehr rein, oder was? Ist das nochmal weg? Bisschen Vogelhäuschen rein, weißt du? Einfach, wir machen die Ecke hier mal so richtig hübsch auch. Jetzt natürlich, dieses Ding wird natürlich Top-Priorität unserer Siedlung haben. Das muss jetzt wirklich schnell gehen, dass das auch wunderhübsch wird. Ich wünschte mir noch so viel mehr Dekorationen, was du alles machen könntest. Leck, wäre toll. Lassen wir mal so laufen. Der Gärtner, der hier immer über die Bänke steigen darf, wird sich bei dir bedanken. Da wird einfach eine Bank weggezogen und dann wird er durchgehäckselt, weißt du, und dann wird er wieder. Ja, das ist so, dann nimmst du halt hier mal die Bank, machst sie vor und dann läufst du einmal außen rum und machst hier den Schnibblerich. Ja, und dann kommt Bank wieder hin. Die sind nicht festbetoniert. Schau, und das wird auch gerne angenommen hier. Die freuen sich da für so eine Möglichkeit hier auch. Wird sich gerne mal hingesetzt. Mal ausgeruht und so, ne? Ist schon wichtig auch. Ah, wird das ordentlich hochgezogen hier. Zack, wunderhübsch. Ich bin mal gespannt, ob das auch genutzt wird. Schade, dass ich nicht näher ran kann. Geht leider nicht. Spiel Early Access. Early Access nie dran. Alpha 5 ist das aktuell. Steht unten rechts immer. Alpha 5, Patch 3. Und die Version 0.5. Warte kurz. 0.5.3.2 ist das aktuell. Ach, guck mal, die zweite ist jetzt auch ready. Den stellen jetzt auf die andere Produktionskette um. Also die oberen beiden werden jetzt in Charge genommen. Die untere kommt jetzt dann bei Zeiten weg. Die wird jetzt leer gemacht. Okay, was ist bei euch los? Ihr seid voll, ne? Ja. Das ist immer blöd, ne? Nee, wenn diese Holzfäller sind, immer wieder Knülle voll und dann weißt du nicht, was du machen sollst. So, hier kommt unser Steinmann.
Eisenmine ist ready, ne? Aber da arbeitet niemand. Wir können mal einen dort vielleicht ab bei Zeiten irgendwann, wenn mal Luft ist, einstellen, aber wir haben so viele Leute, die noch offen sind. So, was ist hier oben los? Hier oben ist alles angeliefert. Hier fehlen aber noch 17 Bäume. Das ist auch schon der erste Weg hier gebaut worden, ne? Ist gar nicht mal so weit. So, hier kommt ein Händler. Wir können dem mal so 200 Klamotten vielleicht verkaufen. Nee, das passt schon. Die Kohlemeiler wären eine Lösung, aber das Problem ist, wir haben zu wenig. Im Sommer ist das ist echt ein Problem. Im Sommer fehlen uns die Arbeitskräfte für all das, weil wir im Sommer so viele Leute auf die Felder schicken. Die Kohlemeiler sind eher für uns was für den Winter. Man sieht es ja hier auch schon, hier wird ordentlich abgeerntet, ne? Wenn du jetzt mal guckst. Die sind ja gewaltig dabei, hier gerade auch zum Beispiel den Hanf abzuernten. Ja, das läuft hier von alleine. Die zweite Schmelze ist fertig, tatsächlich. Die läuft auch schon. Die ist in Arbeit. Schmiede, meine ich. Schmiede. Schmelze haben wir hier hinten auch. Die frisst aber Charcoal. Na, also die hier frisst, da ist Kohle schon drin. Und die brauchen für den aktuellen Layer brauchen die wohl irgendwas. Also, da ist schon ordentlich was. Wie gesagt, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Und die Arbeitskräfte, die die Kohlemeiler bedienen, die sind halt einfach im... Das ist halt so eine Frage des laufenden Kalenderjahres, wann was ist. Ja, hier, wie gesagt, fehlen halt Arbeitskräfte überall. Gary ist wunderhübschen. Die Erzschmelze bei der Mine, meine ich. Hier oben. Das da, meinst du? Ja, schau mal, die produzieren jetzt so ein bisschen Eisenerz. Also erstes Eisenerz. Muss man das nicht noch... Das müssen wir doch, glaube ich, hier auch noch irgendwo... Genau, hier haben wir auch noch ein Gebäude. Ich habe keine Ahnung, wo das auf der Reihung ist. Die Smeltery, die müsste ja auch irgendwo noch hier sein. Hier. Die könnte man auch mal ein bisschen vorziehen vielleicht. Die gingen leider hier auf der Seite nicht hin, ne? Ja, wir können das mal gucken, dass wir das mal ein bisschen vorziehen vielleicht, möglicherweise. Die hier oben werden ja noch ein bisschen brauchen, bis die soweit ready sind. 14 Baum. Habe ich den Trailer verpasst? Nee, wollten wir jetzt machen, stimmt. Meine Lieben, ganz kurze, an dieser Stelle, wir machen ein ganz kurzes Päuschen.